Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf der Ravenport. So, da wir gestern festgestellt haben, dass unsere Maschinen alle ganz schön gelitten haben, machen wir heute mal den kleinen Wartungstag hier. So, wir schmeißen erstmal die Seemaschine ab, ein Stück zur Seite, in der Hoffnung, dass wir das jetzt hier auch angetriggert bekommen. Ja, sehr schön. Reparieren für 67 Dollar. Das geht ja noch zum Glück. So, Zustand perfekt. Dann nehmen wir die wieder mit. So, aufgefüllt und frisch repariert. Waschen könnten wir sie jetzt auch bei der Gelegenheit gleich nochmal. Wenn wir eh schon mal dabei sind, ne? Was soll's? Dann haben wir so einen richtigen Wartungstag eingelegt. Und ich möchte jetzt nur damit, jetzt hier, wenn wir hier am Rumwarten sind und so, ich stell's mal auf Echtzeit runter, damit uns das Spiel nicht noch mehr stresst, als es eh schon am Stressen ist im Moment. Ich sag mal, die Zeit sollten wir uns jetzt aber einfach auch mal nehmen, alle Geräte sauber zu machen. Also nicht sauber zu machen, aufzufüllen und zu reparieren. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So. Das sieht doch schon wieder gut aus. So. Wunderbar. Erste Gerät haben wir. Dann sollten wir uns, gut, den Kalkstreuer haben wir wahrscheinlich eh noch nicht so oft benutzt. So, dass wir da noch ordentlich Luft haben. Jetzt wäre es eigentlich auch egal gewesen, ich wollte es vorm Abschmeißen mal absenken, wie man es ja für gewöhnlich macht. So, dann gucken wir mal. Kalkstreuer. Aber ich denke, bei dem dürfte noch alles tipptopp sein. 8,8%, das können wir ganz locker so lassen. Der Striegel, den haben wir jetzt ja schon ein bisschen benutzt. Wie sieht es bei dem aus? Prozent. Gut, den können wir auch mal eben waschen und reparieren. So. Schön alles sauber machen. Ordnung und Pflege muss ja sein eigentlich, ne? Aber wir haben ja auch bislang tatsächlich eigentlich immer ordentlich zu tun gehabt. Mehr als ich eigentlich ja gedacht habe und eingeplant hatte, waren wir eigentlich immer sehr gut eingebunden bislang. So, sauber ist. Jetzt nochmal an die Werkstatt mit dem guten Gerät. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich das nächste oder ja, die nächsten Male oder vielleicht generell mal gucken, dass wir beim Ansehen, weil mich das jetzt halt schon sehr stört, dass wir verschiedene Wachstumsstufen auf einem Feld haben, dass wir da eventuell einfach auf einfach zurückstellen die Geschwindigkeit. So, reparieren. 128, das ist teurer als die Düngemaschine. Na gut. Und das, obwohl er nicht mal annähernd so kaputt war. So, Gerät Nummer 2. Seemaschine, auch ganz wichtig jetzt noch gleich. So, okay. Da kommt mein Lieblingswort auch schon wieder raus. So. Immer und wieder so. So und so.
Ist klar, dann mit der nochmal ran. Die hat es aber wirklich bitter nötig bei 95,4%. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht abhängen. Vielleicht reicht das ja sogar so schon. Perfekt. Reparieren. 603 Euro. Wow. Dann kriegen wir ja schon bald eine neue für. Aber jetzt ist auch die wieder tipptopp. Können wir auch gleich mal so machen. Zack. Haben wir ein neues Thumbnail. Die Sämaschine kann wieder zurück in die Garage. Ich glaube, den Flug. Aber ja, wir gucken mal. Ich habe den, glaube ich, gar nicht so oft. Also oft auf jeden Fall nicht. Aber als ich flügen musste, war das doch, glaube ich, schon jetzt gar nicht wenig. Der könnte auch gut verschlissen sein, eventuell. Ist aber vermutlich auch wieder abhängig von der Zeitgeschwindigkeit, die wir eingestellt hatten. Also in dem Moment. Wir gucken jetzt einfach mal. Prozent. Ah, okay. Machen wir auch. Wenn schon, denn schon, dann gleich alles. Alles, was mehr als 10% hat, also wo sich auch tatsächlich schon lohnt. Nicht vergessen, die Handbremse anzuziehen. Dreckig ist er auch wie Sau. Kann man ja eigentlich nicht so abstellen, ne? Das ist eine Zumutung. Okay, sieht auch wieder schick aus. Wie ist der? Kann man hier schon Verschleiß erkennen? Ja, ein bisschen, ne? Hier und da so ein bisschen an der Ecke und Kante. Hier ist nix. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wollte da nur mal gucken. Also minimale Spuren sind gerade mal da. So, den Johnny sollten wir jetzt auf jeden Fall dann auch gleich zur Wartung schicken. Was kostet 178? Auch teuer. Ich klicke immer fast auf auf den Verkaufen-Button. Was ich nicht vorhabe, aber irgendwie ist, weiß ich nicht, reizt mich, weil daneben steht zurück. Und dann den Verkauf-Button zu klicken, weiß ich nicht, irgendwie reizt der mich, der triggert mich anscheinend. So, dann schicken wir den Johnny und ja auch meinetwegen das Gewicht. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, wenn wir das Gewicht mit reparieren. Wiegt vielleicht weniger oder so. Reparieren. 1500. Alter Falter. So, dann haben wir das Gewicht jetzt auch noch. Das will nicht. Steht nicht im Trigger. Dann lassen wir das Gewicht auch einfach sein. Muss ja nicht. Keine Ahnung, wie ich das jetzt in den Trigger bekomme. Was haben wir noch? Den Fendt, die beiden Anhänger. Da sollten wir vielleicht auch mal nachgucken. Mit denen sind wir auch schon ein paar Kilometer gefahren. Und die Feldspritze steht noch an. So. Ja, wobei Kipper 10, 14, ja, das ist jetzt nicht so doll. Der kann eigentlich auch schon wieder zur Wartung. Na komm, was soll's. Wir sind ja eh einmal dabei. Dann machen wir sauber und
schicken den auch nochmal durch. Dann sollten wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Ruhe haben. So, gib mal her hier. Schön alles abspritzen. Zit. Es wird wieder sauber alles. Sieht da aus wie neu nach der Reparatur und der schönen Wäsche. Ich kann nicht weiter weg. Müssen wir auf die andere Seite nochmal rüber gehen, wenn ich am Schneidwerk vorbeikomme. Schon in den Lüfter rein, das mag er ganz bestimmt. So, ja, das passt schon. Sauber ist er, jetzt noch kurz reparieren. Können wir den Fan tatsächlich auch noch gleich da durchjagen. So, als allererstes würde ich sagen, das Schneidwerk. Das müsste er eigentlich anerkennen. So hoffe ich. Hat er. Reparieren. 96. Sehr schön. Jetzt noch den Drescher selber. Gucken wir mal, ob das so klappt. Auch super. 322. Sehr schön. Dann haben wir den noch auch schwer top in Schuss. Lass mich da mal bitte dann vorbei. Diese Ecken und Kanten, die ziehen mich auch an diesem Magnet. Okay, dann haben wir den jetzt hier noch durch, erstmal durch die Wasche. Ja, die Anhänger können wir gleich mitwaschen. Bisschen dreckig sind sie auch. Okay. Aber wichtigste ist hier der kleine Fan. Das Gewicht ist komischerweise gar nicht schmutzig, okay. So. Und dann sehen die Geräte gleich allesamt wieder aus wie neu. Und laufen gut, weil frisch gefettet, frisch geschmiert. Alles so, wie es sein soll. Und dann schaffen wir auch wieder ein bisschen mehr. Wenn ich mit anständigen Geschwindigkeiten wieder auf den Feldern unterwegs bin. Oder auch so. Ich vermute mal, daher hat wahrscheinlich der Johnny auch gar nicht mehr so viel Power gehabt. Um die beiden Anhänger da hochzuziehen. Er würde wahrscheinlich sich immer noch quälen, aber bei über 50% Schaden, den er ja schon hatte, würde ich sagen, ist das schon relevant dafür. So, jetzt gucken wir mal, ob wir alles zusammenlassen können. Den reparieren wir. Ziehen wir mal ein Stück vor. In der Hoffnung, dass wir den ersten Anhänger bekommen. Auch perfekt. 30. Mhm. Und jetzt noch den hinteren Anhänger. Auch wunderbar. Auch repariert. Ja. Viel zu oft gedrückt. Dann stellen wir die jetzt beiseite. Dann müssen wir das Gewicht eben noch mal kurz abhängen.
um die Spritze zu holen, die beiden Teile. Können wir mal eben hier hinstellen. In der Hoffnung, dass ich es nicht vergesse und komplett überballer und dann irgendwo wieder hänge, wo ich nicht wegkomme. Ja, ich habe mir 5,2%. Ich glaube, das können wir uns schenken. Aber ich würde die Kombi dann jetzt sowieso so stehen lassen, dass wir da bereit sind zum Unkraut entfernen, wenn es soweit ist. Der hintere Teil ist bei 13%. Ach, das lassen wir erstmal so. 13% ist nichts. Heißt, wir parken jetzt hier drin. Ganz geschmeidig. Frontlader und so, da werden wir wohl auch gar nichts machen müssen. So viel haben wir den jetzt noch nicht benutzt. Okay, haben wir soweit das erstmal in den Griff bekommen? Gut. Das war unser Pflegetag auf jeden Fall. Jetzt schaue ich nochmal eben auf die Felder. Wachstum, ja, bla bla, das ist noch abgeerntet. Da müssen wir noch komplett dran. Das ist hier dritte Stufe, hat noch eine vor sich und dann wächst es durch. Das heißt, da sollte man Unkraut entfernen, da auch. Und ja, wir haben ordentlich zu tun auf jeden Fall. Wir stellen die Zeit hoch und machen morgen weiter. Wobei, jetzt muss ich überlegen, doch, morgen machen wir noch weiter. Ist ja, ist erst Freitag dann, ne? Genau. Nee. Ist die Samstagsfolge. So. Ja. Dann kommt ja morgen auch schon die Hauptfach- oder das erste Hauptfach-Video mit raus. So. Ja, dann machen wir erstmal Ende hier. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Wenn euch denn meine Videos gefallen und die Projekte, lasst mir doch auch gerne ein Däumchen da, würde ich mich riesig drüber freuen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.